Bühne. Erstmal ein herzliches Willkommen hier auf der Halle zur Hanseschau 2013. Und schön, dass wir da sein können. Danke, Herr Fugenberger, die auch auftreten dürfen. Danke, Frank. So, ich denke mal, die Standbetreuer, die werden auch ein bisschen was davon haben. Die Junkets sagen mir, wenn sie soweit sind. Okay. Und eins wollte ich noch sagen. Eins wollte ich noch ganz gerne, und der ganze heutige Auftritt, wir haben mitgekriegt, dass ein Mitglied von uns aus der Junko, ein Mädchen, im Krankenhaus liegt. Ich will einfach, dass heute der Auftritt für Sie ist. Wünschen von mir aus gute Besserung und dass Sie nicht schnell wieder aus dem Krankenhaus rauskommen. Denn höchstwahrscheinlich in 4 bis 6 Wochen müssen Sie nicht installieren. Und das ist schade drum. Die war nicht schlecht, die war gut, die ist gut. Und sie soll auch so schnell zum Glück wiederkommen. Deswegen der heutige Auftritt hier für Sie von der Junko Wismar für Leiner, die jetzt leider kann. Show.
die weiter die nicht bringen. Oh Gott, ich wollte das nicht. Ja, wie gesagt, das sind die Jump Kids. Es gibt natürlich noch eine andere Gruppe bei uns, die größeren der Jump Crew ist mal. Denn die Kleinen mal ganz kurz die Bühne rollen und die Großen mal wieder drauf. Wo sind die Großen? Drauf auf die Bühne. Fischbrötchen. Ja, los, drauf auf die Bühne. Ja. Die Kleinen laufen die ganze Zeit weg, ihr kennt das? Ihr bleibt hier. So. Oh,
kannst du nicht mal ein anderes Buffet? Ey, du bist hier voll der Loser, ey. Gib dir denn an, ey, die Tanzfläche ist leer. Ey, kennst du nicht dieses... Sag dir, ey, wenn du den spielst, dann tanzen sie alle. Das heißt, man hat kein Problem damit, als 17-Jähriger
mit einem Achtjährigen zu trainieren. Das ist überhaupt kein Problem, denn am Ende geht das Tanzen und das gemeinsame Musikwerk und nichts anderes. Und dazu treffen sie sich und sie zeigen das am Ende mit ihrem Tanzen, mit dem Jumpstyle. So, jetzt gucken wir mal, ob sie hier so weit sind. Aus dem Ziegen, kleiner und super Speck, da ist aber gar nicht zu sehen. Ein Rückenmodell zeigen wir noch weiter, wie man los ist. Genau, ja. So, okay, dann Musik ab, Titel 3. Fantastisch, kann ich nur empfehlen. Oder auch bei Asano, wenn ihr auch einzeln. So, wie
gesagt, viel Spaß noch und wir sehen uns bestimmt wieder. Mindestens dann am 16.3. Im Datum, das Datum muss ich noch loswerden. 16.3. sind wir in der Sporthalle Dorf Degenburg. Da dürfen wir im Boxring jumpen. Mal sehen, ob wir den Boxring zum Zittern bringen. Und das werden wir schaffen. Wie gesagt, am 16.3. ab 18 Uhr in der Sporthalle dort, Sportplätze in Dorf Degenburg. Dort findet die Boxmeisterschaft statt und da sind wir gegen 1.000 Leute.